Guten Tag. Dann starten wir mit unserem heutigen Webinar. Ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen zu unserem Webinar mit dem Thema mit sauberen Stammdaten bereit für SVHANA. Mein Name ist Joachim Becker. Ich bin hier bei der IB Solution im Bereich Migration und da auch immer mit dem Thema Datenqualität befasst und habe im Prinzip hier bei unseren ganzen Projekten das Thema unter anderem Address Cleansing oder aber auch Duplettencheck entsprechend bei mir in der Verantwortung. Zum Webinar noch eine kurze technische Information. Ihre Mikrofone sind stumm geschaltet. Sie haben aber durchaus die Möglichkeit, über die Chatfunktion Fragen, Anregungen zu stellen. Wir haben am Ende des Webinars einen entsprechenden Timeslot, wo wir dann auf diese Fragen entsprechend eingehen werden. Ja, was haben wir heute für Sie auf der Agenda? Einmal würde ich ganz kurz auf das Thema Herausforderungen bei einem Datenmigrationsprojekt nochmal drauf eingehen, das einfach nochmal ins Gedächtnis rufen. Dann haben wir im Prinzip vier Phasen in Migrationsprojekten identifiziert. Diese vier Phasen würden wir Ihnen in unterschiedlichen oder in mehreren Webinaren vorstellen. Heute, dieses Webinar, ist das zweite von diesen insgesamt vier. Das erste Webinar war vor ungefähr 4 Wochen mit dem Thema Know Your Data. Wenn Sie dieses Webinar verpasst haben, ist es kein Problem. Schauen Sie einfach auf unsere IB Solution Academy Seite. Dort können Sie dieses Webinar nochmal kurz sich anschauen. Dann haben wir, wie gesagt, das heutige Thema, das sich aufteilt in die Punkte Scope-Definition, dann einmal in das Field- und Value-Mapping. Das Thema Address Cleansing, Duplettenbereinigung und wie gesagt, dieses Thema Question and Answers. Ja, die Herausforderungen bei einem Datenmigrationsprojekt einfach nur nochmal ins Gedächtnis gerufen, denn Datenqualität, was ja heute mit dem Titel Cleanse Your Data entsprechend im Fokus steht, ist nun mal aus unserer Sicht einer der am höchsten zu bewertenden Erfolgsgaranten. Jeder von Ihnen kennt im Prinzip diese Themen. Wenn man im Prinzip längere Zeit in einem System unterwegs ist, dann schleichen sich doch, ja, soll man sagen, manche Themen ein, wo man sagt, okay, sie sind praktikabel, sei es am Beispiel, dass man bestimmte Felder, die eigentlich für bestimmte Informationen gedacht sind, missbraucht, um einfach hier schnell und einfach Informationen weitergeben zu können. Bei dem Migrationsprojekt ist es natürlich ein Thema, dass man sagt, okay, wenn ich schon da in ein neues System meine Daten überführe, dann nutze ich doch da die Möglichkeit und schaue, dass ich sage, okay, ich gucke, dass ich die nach Möglichkeit vollständig, korrekt und redundanzfrei ins neue System übertrage. Dabei macht es natürlich aus unserer Erfahrung immer Sinn, dass man sich im Prinzip auch einmal das Thema Ballast vor Augen führt, dass man einfach sagt, okay, gibt es unter Umständen Daten, die ich mitschleife, die aber im Prinzip im neuen System ja, aus Prozesssicht gar nicht mehr benötigt werden. Und ein weiterer Punkt wäre natürlich, dass man sagt, okay, wie sieht denn dann im Prinzip der Aufwand für die Migration aus? Das heißt, wenn ich mich um das Thema Datenqualität kümmere, ne, ja, was hat das für einen Einfluss auf den Gesamtaufwand bei der Migration? Denn wir haben immer wieder festgestellt und auch man kann es überall entsprechend auch nachlesen, dass man sagt, okay, schlechte Datenqualität ist im Prinzip ein hoher Faktor. Man spricht von 40% bei Migrationsprojekten, die im Prinzip einen höheren Zeit- und Budgetaufwand nach sich ziehen. Deshalb sagen wir Datenbereinigung, Datenqualität als Schlagwort Cleanse Your Data. Ja,
Ich hatte erwähnt, dass wir im Prinzip diese Webinarreihe, die einfach unter dem Titel Migration Stammdaten nach S/4HANA steht, dass wir bereits ein Webinar durchgeführt haben. In diesem Webinar ging es einfach um das Thema Analysieren der Daten, was habe ich genau zu migrieren, und stand unter dem Titel Know Your Data. Vermutlich kennt jeder von Ihnen diese Stammdaten, die man im Prinzip bei sich im System hat, die aber bei weitem aufgrund, warum auch immer, nicht perfekt sind. Ich habe hier mal einfach ein Muster an Adressstammdaten, die sind einfach, an denen kann man es am deutlichsten zeigen, aber es geht genauso um das Thema Materialstammdaten oder was man sich auch immer entsprechend unter den Daten vorstellen kann. Wir haben hier einmal das Thema, dass wir sagen, okay, ich habe hier eine fehlende Information. Das heißt, ja, was habe ich hier entsprechend als fehlendem Wert? Was benötige ich hier? Und es ist auch immer so, wir reden zwar von der im Prinzip Migration, zum Beispiel von dem ECC-System in S/4HANA-System, aber es kann ja auch durchaus sein, dass Sie Non-SAP-Datenbestände mit übernehmen möchten. Und da kann es durchaus auch mal diese Konstellation geben, dass Sie einfach wichtige Werte, die woanders vielleicht als Pflichtfelder definiert sind, die bei Ihnen hier entsprechend fehlen können. Des Weiteren habe ich hier solche Themen wie, dass ich unterschiedliche Schreibweisen in den Ländern habe. Als Beispiel, das kann natürlich auch jedes andere Feld sein, wo ich gewisse Formate oder unterschiedliche Formate enthalten habe, die nach vorne hin mir bei der Migration im neuen System entsprechend Probleme bereiten könnten. Ja, dann haben wir im Prinzip solche Sachen wie Schreibweisen in der Straßenanschrift, die vermutlich, wenn man sich dies in Verbindung mit dem Namen anschaut, die vermutlich dann entsprechend, ja, potenzielle Dubletten sind. Auch das ist ein Thema, das ich mir erstmal im Grunde genommen vor Augen führen muss, dass ich sage, okay, wie sehen meine Daten aus? Was habe ich hier für entsprechende, in Anführungszeichen, Baustellen, an die ich mich hier entsprechend rantrauen muss? Bei uns ist es so, wir haben im Prinzip diese vier Phasen oder die Datenmigration in vier Phasen aufgeteilt. Wir sagen einmal, ganz am Anfang ist es wichtig zu sehen, okay, wie sehen meine Daten, die ich migrieren möchte, aus? Was habe ich da für entsprechende Felder? Was habe ich für Inhalte? Sodass man hier eine entsprechende Analyse durchführt, um dann basierend auf dieser Analyse in den zweiten Teil, nämlich in die Bereinigung der Daten, hier als Glancier Data definiert, übergehen kann. Wir kommen im Lauf des Webinars noch etwas detaillierter in diese entsprechenden Bullet Points rein. Der nächste Punkt wäre das Thema Migrate Your Data. Das heißt, wenn ich dann Daten entsprechend bereinigt habe, wie bekomme ich die dann in mein neues System? Was gibt es da für Tools? Was gibt es da für entsprechende Hilfsmittel, um diese Daten sauber zu migrieren? Dieses Webinar wird Anfang Juni, ich glaube am 4. Juni entsprechend stattfinden. Dort, wie gesagt, gehen wir auf diese Themen ein. Und als letzter Punkt ist, wenn ich mir schon im Vorfeld so viel Mühe gemacht habe, um die Daten entsprechend zu bereinigen und sauber darzustellen, dann möchte ich auch, dass nach vorne hin das in Anführungszeichen so bleibt. Und da gehen wir auf das Thema ein, ja, was kann man denn eigentlich tun, um im Prinzip hier den Daten vertrauen zu können, nach dem Motto Trust Your Data. Ja, das wären die vier Phasen aus unserer Sicht, über die man sich bei einer Datenmigration Gedanken machen sollte. Und wie gesagt, heute soll es mal um das Thema Glancier Data gehen.
Sensor Data aus unserer Sicht auch wieder aufgeteilt in verschiedene Prozessabschnitte. Einmal das Thema Scope-Definition. Auch hier kommen wir jeweils im Lauf der Präsentation auf die entsprechenden Detailinformationen. Dann muss ich mir Gedanken darüber machen, ja, welche Felder muss ich denn überhaupt übernehmen? Welche muss ich da im Prinzip auf das neue System mappen? Dann gibt es die entsprechenden Werte, die ich zuordnen muss oder entsprechend anpassen muss. Wir hatten in dem vorherigen Slide gesehen, dass dort zum Beispiel unterschiedliche Länderkennzeichen hinterlegt sind. Also auch da muss ich mir Gedanken machen, was muss ich da entsprechend anpacken, was muss ich tun. Ein großer Punkt, und das ist bei sehr vielen Beständen der Fall, ist das Thema Address Cleansing. Da geht aus meiner Sicht eigentlich kein Weg dran vorbei, denn wenn man weiß, dass sich ungefähr, na, ich schätze mal so 20% der Firmenadressen ändern durch Umzüge, durch Umbenennungen oder ja, Straßenumbenennungen etc., dann weiß man, dass man hier eigentlich nicht nur während der Migrationsphase, sondern auch generell an dem Thema Address Cleansing dranbleiben muss. Und last but not least, das Thema Dubletten-Check unter dem Thema auch Ballast vermeiden bzw. Fehlinformationen oder eindeutige Informationen mit in das neue System übernehmen, ist auch hier ein entsprechender Dubletten-Check durchzuführen. Ja, gehen wir mal in die entsprechenden Detailinformationen rein. Wenn ich hier von Scope-Definitionen spreche, dann ist das im Prinzip ein Thema, was aus der vorherigen Phase, nämlich Know Your Data, hervorgeht. Dort definiere ich einfach oder dort sehe ich einfach, okay, wo liegt denn in Anführungszeichen der Hase im Pfeffer bei meinen Daten? Was muss ich denn im Prinzip bearbeiten? Was muss ich bereinigen, wie sieht der mögliche Umfang aus. Was hier noch dazu kommt, sind, dass ich mir Gedanken darüber machen muss, welche Daten sollen migriert werden, denn es wird nach vorne hin mit Sicherheit so sein, dass ich eigentlich nicht alle Daten mit übernehmen muss. Ich kann durchaus sagen, im neuen System gibt es entsprechende Prozessänderungen, da werden bestimmte Daten unter Umständen nicht benötigt. Muss ich mir am Anfang einfach mal Gedanken drüber machen. Dann kann es natürlich auch sein, dass ich im Zuge dessen die Chance nutze und Daten aus anderen Quellen ergänzen möchte. Zum Beispiel mir fehlen eventuell Kommunikationsdaten oder steuerlich relevante Informationen. Das heißt, hier kann ich dann die Chance nutzen und kann sagen, okay, wenn ich denn schon entsprechend die Daten bereinige, dann kann ich sie auch noch entsprechend mit Zusatzinformationen ergänzen. Ich muss mir Gedanken darüber machen, welche Tools verwende ich überhaupt? Das heißt, was benutze ich denn eigentlich, um entsprechend meine Mappings zu machen? Ja, welches ETL-Tool könnte ich hier verwenden? Ja, wie führe ich die Adressbereinigung durch? Was gibt es da für entsprechende Tools? Habe ich schon was im Haus? Muss ich mir was entsprechend zulegen oder aber nutze ich eine entsprechende Dienstleistung, die das für mich macht. Also das sind Punkte, wo ich einfach mir Gedanken drüber machen muss. Ja, und dann ist es so, die schönste Datenbereinigung, Datenqualitätsmaßnahme nutzt nichts, wenn ich dann letztendlich die Ergebnisse nicht auch weiterverwende, nicht umsetze. Und da muss man sich einfach drüber Gedanken machen. Wie bereinige ich denn? Kann ich aufgrund von Qualitätsmerkmalen maschinell bereinigen, was sehr schnell, aber auch unter Umständen ja etwas, sagen wir, nicht ganz ungefährlich ist, ne? Oder aber gehe ich her und muss hier manuell nacharbeiten, was natürlich einen etwas größeren personellen Einsatz erfordert. Wenn ich hier zum Beispiel das Thema Dublettenprüfung entsprechend nochmal ja, aufs Trapez hebe, dass man einfach sagt, okay, bei Dubletten habe ich immer noch das Thema oder diese Schwellen, wo der Mensch entsprechend entscheiden muss, ist es eine Dublette, ist es keine Dublette. Ja, das sind so die Punkte, die ich eigentlich in dieser Scope-Definition, wo ich mir einfach Gedanken machen sollte.
Dann kommen wir auf den zweiten Punkt des Field- und Value Mapping. Ne? Das heißt also, dass ich hier wirklich sage, okay, welche Felder brauche ich denn in dem neuen System? Wie müssen die entsprechend oder welche müssen da entsprechend migriert werden? Welche muss ich im Prinzip brauche ich in dem neuen Zielsystem? Dann habe ich das Thema, dass ich sage, okay, muss ich Felder aus Non-Subsystemen berücksichtigen, die ich mitnehmen muss, die ich dann gerne im S/4HANA mit entsprechend hinterlegt haben möchte. Oder aber der andere Fall, gibt es entsprechende Felder in S/4, die ich nicht mehr benötige, beziehungsweise die es auch gar nicht gibt. Ne? Wie gibt es ja als Beispiel hier die Tabelle ANEP und die entsprechenden korrespondierenden Tabellen. Ne? Das Mapping ist auch das Thema, wir hatten es gerade vorhin oder wir hatten es am Anfang schon mal gesehen, dass ich unter Umständen umschlüsseln muss, zum Beispiel Ländercodes, ne, jetzt hier als Beispiel, ich habe einstellige, die ich dann im S4 auf zweistellig entsprechend umschlüsseln muss oder aber natürlich klar der umgekehrte Fall von drei auf zweistellig, Entschuldigung. Also das sind einfach Dinge, wo ich mir auch im Prinzip Gedanken drüber machen muss. Eventuell ändern sich auch entsprechende Feldlängen. Ne? Das heißt, das Namensfeld mag im alten System 50 Stellen sein, im neuen ist es nur noch 40 Stellen. Also auch das wird ein Thema sein, das man zwar schon in der Analyse Know Your Data entsprechend erkennt und weiß, was alles betroffen ist, aber wie gesagt, man muss dann entsprechend sich Gedanken darüber machen, wie ich diese Felder dann entsprechend anpassen kann. Und weiteres Thema ist ganz klassisch, das sage ich einfach, okay, ich habe Buchungskreise, die ich dann entsprechend konsolidiere oder dann sogar in dem neuen System einen neuen Buchungskreis erstellen muss. Ja, das so viel zum Field- und Value Mapping, also auch ein ganz wichtiges Thema. Dann das Thema Adressenbereinigung. Schon mal angesprochen, ganz wichtig, 20% der Adressen ändern sich, wie auch immer. Dann habe ich das Thema, dass ich sage, okay, im Lauf der Zeit schleichen sich einfach gewisse Schreibweisen ein, die unter Umständen nicht den offiziellen Schreibweisen entsprechen. Das würde korrigiert werden. Dann komplett fehlerhafte Schreibweisen werden aufgrund der Tabellen entsprechend korrigiert. Was wir immer wieder sehen, was auch gerne gemacht wird, ist, dass solche Straßen- und Ortsfelder eigentlich ja, für nicht relevante Informationen entsprechend missbraucht werden. Auch das wird dann entsprechend korrigiert. Des Weiteren gibt es auch sehr viele entsprechende Straßenumbenennungen, die werden berücksichtigt und die Adresse gegebenenfalls dann korrigiert. Und wenn Sie das Thema Geocodes haben, eventuell gesetztenfalls für Standortplanungen etc. pp., dann können die noch entsprechend angereichert werden. Hier ist es grundsätzlich wichtig, dass ich weiß, welche Tabellen stehen mir denn zur Verfügung. Sind es im Prinzip die offiziellen Posttabellen, wo ich dann mir sicher sein kann, dass die entsprechenden Inhalte korrekt und aktuell sind? Und ja, von welchen Ländern benötige ich denn diese Tabellen? Und auch das ist ein Thema aus dem Bereich Know Your Data, wo ich einfach sage, okay, wo befinden sich denn, von in welchen Ländern befinden sich denn meine Adressdaten? Das ist so ein Beispiel-Workflow, wie wir ihn mit unseren SAP-Applikationen durchführen. Das heißt, wir nehmen die Adressdaten, schieben sie durch den Address Glance durch. Und wie gesagt, anhand von postalischen Verzeichnissen können wir dann erkennen, ob eine Postleitzahl und Ortschaft, Region zusammengehört und gegebenenfalls dann entsprechend korrigiert werden. Des Weiteren wird einfach das Thema entsprechend oder die Adresse wird standardisiert. Hat, wir werden es sehen, nach vorne hin auch den Vorteil, dass wenn ich mich um das Dublettenthema kümmere, dass ich dann entsprechend ja, mehr Treffer habe. Ja, ansonsten bekomme ich noch entsprechende Protokolle und Qualitätskennzeichen, werden wir gleich sehen, anhand deren ich erkennen kann, wie gut die Adressänderung ist, ob ich mich darauf verlassen kann. Thema
maschinelle, manuelle Nachbereitung und ich habe dann letztendlich eine entsprechende saubere Clean-Datei, die ich dann auch migrieren könnte. Ja, so würde das entsprechend aussehen. Hier würde man sagen, okay, ich habe hier eine Eingangsinformation, Stadionallee 200. Wir sehen, dass wir hier keine entsprechende Postleitzahl haben. Und das Programm macht mir dann richtigerweise die Wilfried-Finge-Allee und ersetzt oder ergänzt die entsprechende Postleitzahl. Hier zum Beispiel sieht man, ich habe noch eine alte Information in der Straße, Stadionallee 200. Die wurde umbenannt in die Wilfried-Finke-Allee 200. Also auch das macht das Programm dann automatisch, diese Adressenbereinigung. Und das ist natürlich ganz wichtig dahingehend, wenn ich eine Duplettenbereinigung durchführe, dann allein schon aufgrund dieser unterschiedlichen Straßeninformationen, wenn ich mich denn nur auf diese verlasse, würde das nie zu einer entsprechenden Dublette führen. Ja, des Weiteren werden hier zum Beispiel Schreibweisen angepasst. Es wird das Länderkennzeichen angepasst, sodass dann hier in der Straße die korrekten Informationen stehen. Man sieht es auch hier, Müllerstraße, wird alles in die entsprechende Millerstraße umbenannt und auch hier die entsprechenden Postleitzahlen ergänzt. Also wie gesagt, das Beispiel soll einfach zeigen, es macht durchaus Sinn, sich über das Thema Adressenbereinigung Gedanken zu machen, denn hat man das längere Zeit einmal nicht durchgeführt, dann wird man sehen, es sind entsprechende Fehler, die sich dort dann eingeschlichen haben. Wenn ich die Adressen bereinigt habe, dann habe ich natürlich noch einen Punkt vor mir, das ist dieser Duplettencheck. Und hier muss ich mir Gedanken machen, welche Felder ich zur Duplettenidentifizierung heranziehe. Sind es einfach die Themen, dass ich sage, ich gleiche ab auf Firma und Adresskombinationen, nachdem ich im vorherigen Step meine Adressen so schön abgedatet habe? Oder verwende ich entweder oder zusätzlich diese mehrfach vorhandenen oder Umsatzsteuer-Identnummern, Steuernummern oder Bankverbindungen. Es gibt das Thema, dass ich sage, ich verwende unter Umständen auch noch Telefonnummern. Im Materialbereich kann ich natürlich auf Materialnummern und Beschreibungen entsprechend abzielen. Also da ist im Prinzip die Überlegung, was ist für mich eine Doublette und welche Informationen kann ich im Prinzip da heranziehen. In dem Zusammenhang muss ich mir natürlich auch darüber Gedanken machen, was ist für mich eigentlich eine Doublette? Das heißt also, was muss übereinstimmen und zu welchem Grad muss es übereinstimmen, damit ein Datensatz als Doublette ausgewiesen wird. In den meisten Doublettenprogrammen ist es so, dass hier ein entsprechender Score gebildet wird und anhand diesem Score kann ich dann relativ gut entscheiden, es ist eine Doublette oder es ist keine Doublette. So, auch hier einfach mal so ein Beispiel-Workflow, wie er von uns praktiziert wird. Das heißt, wir bekommen auch hier die Kundendaten und gemäß den Regelwerken wird ein Duplettencheck durchgeführt. Es wird überprüft einfach mal, ja, auf Hand mit zum Beispiel Fuzzy-Matching-Methoden, ist der Hubert Müller gleich mit dem Robert Muller zum Beispiel, ne? Also solche Schreibweisen, wenn dann noch mehrere Faktoren oder mehrere Informationen zusammenkommen, wie zum Beispiel eine passende Straße oder ein passendes Geburtsdatum, Telefonnummer, dann kann man hier sehr gut entsprechende Doubletten-Datensätze bilden. Es wird protokolliert. Was habe ich als entsprechende Doubletten ausgewiesen? Anzahl, mit welcher Qualität? Und auch hier bekomme ich dann eine entsprechende Ausgabedatei, die ich dann für die Migration verwenden könnte. Auch hier ein entsprechendes Beispiel, wo man einfach sagt, okay, hier bei diesen Datensätzen, die wir ja vorher durch das Address Cleansing haben durchlaufen lassen, gibt es zum Beispiel hier den Dr. Müller in der Wilfried-Finke-Allee, eine ganz klare Doublette mit 99 Punkten. Das ist dieser Score, wo man einfach sagen kann, okay, ab einem gewissen Scorewert ist es für mich eine definitiv sichere Doublette. Oder aber auch, ich kann es abstufen, wo ich sage, okay, wenn der Scorewert unter 90 Punkte zum Beispiel
sinkt, dann muss ein Mensch nochmal drüber schauen und muss wirklich irgendwas entscheiden, ist es wirklich eine entsprechende Doublette. Auch hier mit dieser Änderung hat man dann im Prinzip durch die Anpassung, es war hier der Ort und die Postleitzahl, die unterschiedlich war. Hier hat man dann auch noch entsprechend den Datensatz zusammenführen können. Genauso bei diesem mit der Millerstraße. Hier ist es so, dass die Millerstraße 52 dann doch könnte ein Zahlendreher sein, aber hat das Programm für sich entschieden, nee, ist in Verbindung mit dem Namensfeld und der Adresse dann doch keine Doublette. Ja, es ist so, wie gesagt, wenn ich dann im Prinzip mich dafür entschieden habe, dass ich sage, okay, ja, ich möchte diese Datenqualitätschecks durchführen, aber ich selber habe zum Beispiel einfach dieses Know-how in der Firma nicht. Oder aber ich habe die entsprechende Software nicht, dann habe ich durchaus die Möglichkeit, auch das eBaby Solution Online-Angebot anzunehmen. Wir haben eine entsprechende Webseite kreiert, die nennt sich wir migrieren deine Daten.de. Dort werden diese Datenqualitätsthemen für Sie durchgeführt. Das würde ich Ihnen jetzt einfach mal ans Herz legen, wenn Sie sagen, okay, ich möchte hier meine Daten entsprechend vor der Migration bereinigen lassen und sehe mich aber jetzt im Prinzip nicht entsprechend in der Lage, das selbst zu tun, dann kommen Sie auf uns zu oder schauen Sie sich diese entsprechend oder diese Webseite einmal an und eventuell können wir Ihnen dann dort entsprechend weiterhelfen. Das wäre die Seite wir migrieren deine Daten.de. Und ja, dort ist es möglich, wie gesagt, dieses Adress-Cleansing und den Doubletten-Check durchzuführen. So, wir sind zeitlich, denke ich mal, ganz gut also ganz gut in der Zeit. Ein Hinweis noch, das nächste Webinar der IB Solution findet auch schon morgen statt. Genau, welche S4-Erweiterungsstrategie passt zu Ihnen? Bei Interesse einfach auf academy.ibsolution.de sich eintragen. Auch dort finden Sie die ganzen entsprechenden Webinare, die von uns zu den unterschiedlichsten Themen bereits durchgeführt wurden. Ja, ich bedanke mich erstmal ganz recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind bei dem Thema auch schon durch. Ich möchte Sie einfach auf unser nächstes Webinar dieser Reihe am 4.6. ist es hinweisen, wo man einfach sagt, okay, wie kriege ich dann meine bereinigten Daten in mein neues System? Wie kann ich die migrieren? Und ja, Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und ja, ich bedanke mich aber trotzdem schon mal ganz recht herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und eventuell hören wir uns dann beim nächsten Webinar noch einmal. So, schauen wir mal, was für Fragen das da sind. Ja. Nutzen Sie externe Tools für die Datenbereinigung? Also wir verwenden SAP-Tools, die von SAP angebotenen Qualitätstools und ETL-Tools, insbesondere Data Services und die entsprechenden ja, Qualitätstools, die da mitgeliefert werden, hat den Vorteil einfach, bei SAP ist es so, dass sie die entsprechenden Posttabellen im Hintergrund haben für die Adressbereinigung. Das ist sehr, sehr umfangreich. Es sind, glaube ich, über 240 Länder, die dort entsprechend hinterlegt sind und die Adressvalidierung zum Beispiel sehr sicher machen. Ja, ansonsten haben wir da keine Fragen mehr. Dann, wie gesagt, ich bedanke mich ganz recht herzlich und verabschiede mich von Ihnen. Herzlichen Dank.